Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Lage ist ernst. Die Lage ist ernst für die Windenergie. Das hat eben der Kollege Sundermann von der SPD ganz drastisch auch dargestellt. Die Lage ist aber auch ernst für den Klimaschutz. Und daher wäre ein Signal besonders wichtig aus NRW, aus Berlin nach Bonn zur Klimakonferenz. Ein Signal für mehr Klimaschutz statt weniger und ein Signal für mehr Windenergie statt weniger. Wir brauchen für mehr Klimaschutz eben vor allen Dingen einen Punkt. Wir müssen raus aus der Kohle. Ich sage es an dieser Stelle immer wieder, ich sage es gerne, solange es bei Ihnen auch angekommen ist. Denn das, was wir in letzter Zeit, in den letzten Tagen gerade von CDU und FDP gehört haben, zeugt doch ganz klar davor, dass Sie irgendwie alternative Fakten vorliegen haben. Aber ein Faktencheck nach dem anderen zeigt gerade ganz klar, wir haben massive Überkapazitäten. Wir haben kein Problem damit, in den nächsten Jahren wirklich die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke abzuschalten und gleichzeitig aus der Atomenergie auszuschalten. Das sagt auch ganz aktuell ein BMWI-Papier und ein Papier der Bundesnetzagentur. Das kommt genau zu diesen Ergebnissen. Und deswegen ist es wichtig, das auch wirklich zu machen. Und ich meine, hören Sie doch einfach mal auf die, die auch Ahnung davon haben. 51 Unternehmen sind eben von Aldi über Siemens wirklich dafür, dass wir endlich einen verlässlichen und sozialverträglichen Ausstiegspfad bei der Kohleverstromung bekommen. Eine Weigerung, über einen Kohleausstieg zu verhandeln, ist nicht nur klimapolitisch, sondern eben auch wirtschaftspolitisch absolut fatal. Natürlich reicht ein Kohleausstieg alleine nicht aus. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Und dabei ist die Windenergie eine ganz wichtige Säule. Und leider ist das, was in den letzten Jahren passiert ist, nämlich diese willkürlich gesetzten jährlichen Ausbauziele, die die Große Koalition in Berlin gesetzt hat, wirklich eine unnötige Begrenzung. Man muss sich das nur mal vorstellen. Das gäbe es in anderen Branchen. Sie würden sagen, Sie dürfen wachsen, aber bitte nicht so schnell. Wo würden Sie das denn machen? Das finde ich wirklich sehr kurios. Und ganz ehrlich, auch die Kolleginnen der SPD, die Forderungen, die Sie hier haben, reichen eben bei langem nicht aus, die Ausschreibungsvolumen vorzuziehen und hinterher wieder abzuziehen. Genau das hilft eben nicht. Wir brauchen wirklich die dauerhafte Erhöhung der Ausbauziele. Eine Entwicklung muss möglich sein. Die Unternehmen, die Menschen brauchen Investitionssicherheit. Und darüber hinaus brauchen wir Ausnahmeregelungen eben für Bürgerwindprojekte, für entsprechende Bürgerwindprojekte für Genehmigungen haben genau zu den Problematiken geführt, die mein Kollege hier vorgestellt hat. Besser wäre es gewesen, wenn man direkt, wie wir auch vorgeschlagen haben, Befreiungen für Ausschreibungen bei Bürgerwindenergieprojekten, und zwar echten Bürgerwindenergieprojekten, gemacht hätte. Und ein dritter Punkt, der ebenso sehr wichtig ist, eine Regionalisierung eben ist notwendig. Wir müssen die Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen haben, dass hier auch Windenergieausbau möglich ist und nicht so begrenzt ist, wie er gerade passiert. Und jetzt noch ein Punkt, Herr Brockes, zur Akzeptanz. Jetzt mal ehrlich, 83% der Deutschen sind laut einer repräsentativen Umfrage, Forsa-Umfrage, davon überzeugt, dass der Ausbau der Windenergie an Land wichtig oder sehr wichtig ist. Und auch die Mehrheit Ihrer Wählerinnen und Wähler ist genau dafür. Ihre Wählerinnen und Wähler sind weiter, und darauf sollten Sie dann auch mal hören. Und wenn Ihnen nämlich wirklich was an Akzeptanz liegen würde, dann würden Sie echte Bürgerwindenergieprojekte unterstützen. Dann würden Sie auch unterstützen, dass es beispielsweise Mediationen für Kommunen gibt und nicht genau diese Sachen aus dem Entwurf für den Windenergieerlass herausziehen. Das ist negative Propaganda, die Sie hier machen. Und Sie machen genau das Gegenteil. Und genau das wollen Sie nämlich erreichen. Sie wollen weniger Akzeptanz statt mehr. Sehr geehrte Damen und Herren, NRW muss als Gastgeberland der Klimakonferenz nicht nur schöne Worte zum Klimaschutz verlieren und schöne Fotos mit Arnold Schwarzenegger machen, sondern diese Landesregierung muss wirklich vorangehen. Und daher brauchen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien. Es muss Schluss damit sein, dass aus Berlin dieser Branche seit Jahren Steine in den Weg gelegt werden. Es muss Schluss sein mit der Fesselung der Windenergie, wie sie Schwarz-Gelb hier in NRW macht. Und deswegen ist es an der Zeit, dass sich diese Landesregierung für die Interessen Nordrhein-Westfalens in Berlin einsetzt, für eine Erhöhung der Ausschreibungsvolumen, für eine Befreiung von Bürgerwindprojekten und für eine regionale Verteilung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Erhalten Sie die hohe Akzeptanz der Windenergie, die eben da ist, indem Sie Bürgerprojekte und Mediation unterstützen. Und das alles
wäre im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne Nordrhein-Westfalens. Und daran sollte uns doch allen gelegen sein. Und daher bitte ich um Unterstützung unseres Antrags. Herzlichen Dank.